Liebe Zuschauer, ich bin im CCD-Gebäude, wo im Rahmen der Pro-Wein die besten Bordeaux präsentiert werden. Das sind die Top 100, wenn ich das richtig im Sinn habe. Mhm. Und Stefan hat sich die Zeit genommen, mir ein bisschen zum Bordeaux und auch zu der Veranstaltung zu erklären. Dafür erstmal besten Dank, Stefan. Vielen Dank, Marco. Du bist selber in Bordeaux, hast auch ein Weingut? Ich habe mehrere Weingüter in Bordeaux, ja. Also dort zwischen Canoë-Garfilière, La Mondort, Cloratoire, Château d'Aiguille. Und hier jetzt diese Gemeinschaft hier ist die Union des Grands Crus. Und das ist eine Übergemeinschaft, wenn man so will, die alle großen Appellationen in sich hat. Also da findet man eher Margaux, man findet man Pauillac, man hat Saint-Estèphe da, aber auch hier Pessac-Léognan gleich hinter uns oder dann etwas weiter weg das rechte Ufer mit Pomerol und Saint-Emilion. Wir regruppieren hier nur die ganz großen Appellationen, die entweder klassifiziert sind oder wie Pomerol nicht, die in ganz Bordeaux vorhanden sind. Und dadurch wollen wir eigentlich nur die Spitze haben, wobei uns die ganz oberste Spitze, also die Premier Crus, die fehlen wiederum. Aber wir sind gerade die Güter, die heute im Fokus des Konsumenten sind, weil sie relativ, wenn man so schön sagen darf, günstig sind. Es sind keine Weine, die jetzt bei 1000 Euro sind, sondern hier die teuersten sind so einmal 100, 110, 120 Euro. Und die anderen, die tiefsten, sind sicher so ab 25 Euro sind sie dabei. Also alles zugängliche Sachen auch noch. Stefan, jetzt muss ich ganz kurz den Zuschauern noch erklären. Eine Appellation in Frankreich, wenn man davon spricht, dann redet man von einer besonderen Lage letztendlich. Das ist eine Lagenbezeichnung. Das ist eine Region, die dort eingegrenzt worden ist. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das sogar Napoleon, der diese Gesetze verabschiedet hat. Also das war viel später, also nicht Napoleon I, von dem alle reden, sondern von dem kleinen Napoleon, der politisch gar nichts hingebracht hat. Aber im Wein war er gut, Napoleon III. Und da fing das an, dass die erste Klassifikation, die erste Klassifikation 1855, die wurde von Napoleon III gemacht und hat aber nur damals die Médoc betroffen. Médoc betroffen, die Sauternes betroffen, also die Süßweine und ein Weingut in Pessac-Léognan. Und der ganze Rest wurde später klassifiziert oder wie Pomerol nie. Das heißt aber nicht, dass eine Elite genauso in Pomerol vorhanden ist. Ja. Und jetzt vom Bordeaux, wenn man vom Bordeaux spricht, da haben ja eigentlich die meisten Leute haben so eine Erinnerung, das sind schwere, kräftige Rotweine, die man da trinkt. Mhm. Aber ich glaube, hier werde ich dann gleich eines Besseren belehrt. Ich glaube schon, dass es Weine sind, die die Kapazität haben, in die Zeit zu gehen. Das sind Weine, wir produzieren hier nur die 12er. Und die 12er haben die Möglichkeit, hier 10, 15, 20 Jahre lang auch noch auf dem Tischen zu stehen. Und das kann nicht. Jeder Wein kann gelagert werden. Und wir sagen in Frankreich immer das schöne Wort rendre meilleur, verbessern im Altern. Und das ist eben selten der Fall. Das sind Weine, die Struktur haben, die haben Tannine und die müssen auch ein bisschen altern. Das wäre jetzt, wenn wir jetzt die Weine auf den Tisch stellen, bei den meisten wäre es ein Kindermord. Das wollen wir natürlich nicht. Ja. Also es sind sogenannte Lagerweine. Ja. Kann man auch hier von Anlageweinen sprechen, also die man sich jetzt, die eine gewisse Wertentwicklung ja, haben? Ja, also das haben wir im Moment nicht so gerne mit Anlageweinen, da wurde viel Mist auch mitgemacht. Also es gibt einige Weine, die sind etwas spekulativer wie andere, aber es gibt andere Weine, die sind nur einfach im Markt drin und die lege ich mir jetzt 2, 3, 4 Jahre zurück und dann mache ich sie auf. Was muss ich denn für einen guten Bordeaux muss ich denn da investieren? Also auf gute Bordeaux fängt an, sagen wir mal so, mit 25 Euro kriegen Sie schon wunderschöne Sachen. Auch schon tiefer, aber sagen wir mal, es gibt die ersten klassifizierten Weine ab 25 Euro. Und das Wetter, wie war das im letzten Jahr in Bordeaux? Also letzte 12, der 12er oder der 14er? 14er? 12er, ja. Der 12er ist ja jetzt der... Ja, hier probiert wird. Also 12 war gemischt, war das Frühjahr etwas nass gewesen. Wir hatten einen schönen Herbst gehabt, das wir da rausgeholt haben. Aber die Weine sind insgesamt, würde ich jetzt sagen, nicht kein Top-Jahrgang, sondern ein sehr guter Jahrgang. Ein Wein, der sich eher durch sehr abgerundete Tannine auszeichnet. Volle Weine, aber nicht überkräftig. Weine, die man schon etwas früher trinken kann, muss man nicht 20 Jahre in den Keller legen. Also alles, was der Kunde eigentlich heute sucht. Und sehr gut für die Restauration. Wie viele Weine werden denn noch in Bordeaux nach der klassischen Bordeaux-Methode filtriert? Also die großen Weine sowieso alle. Also es kommt darauf an, was man unter der klassischen Bordeaux-Methode, weil die Bordeaux-Methode hat sich, seitdem ich in Bordeaux bin, natürlich auch extrem geändert. Also wenn man unreif lesen und dann einen harten Wein macht unter Bordeaux-Methode, dann gibt es da fast keine mehr. Also es sind heute alles Weine, die sagen wir mal, von der Möglichkeit, von der Größe, von der Tiefe heute Weine auslaugen können, die schon sehr speziell ist. Aber natürlich immer auf der Maische ausgebaut, im Barrique ausgebaut und so weiter. Aber wissen Sie, das waren nur die Top-Weine im Barrique ausgebaut. Na gut, aber wenn wir ja von der Bordeaux-Methode sprechen, das wollte ich dann auch nochmal den Zuschauern ganz kurz erklären. Das ist eine Filtrationsmethode, eigentlich im Sommelier.
Sommelier-Jargon hier in Deutschland, bei dem ein Fass über das andere Fass gestellt wird und dann wird der Wein im Prinzip abgeschüttet, sodass das Depot in dem einen Fass übrig bleibt. Und ja, aber es wird ja heute sehr stark auch mit einem Kompressor gemacht. Und da ist ein Filter dran und der macht durch Unterdruckverfahren von einem Barrique zum nächsten gebunden. Was dabei wichtig ist, dass wir einfach den Wein nicht zu sehr bewegen. Wir wollen kein Pumpsystem haben. Das ist eigentlich der Hintergrund. Nicht bewegen, den Wein einfach nicht ermüden, sondern versuchen, möglichst mit wenig Bewegung und möglichst Druck letztendlich in die Flasche bringen. Ja. Also das machen aber auch nur noch 3-4% in Bordeaux. Aber es ist ja auch ganz wichtig, dass der Wein ein bisschen schonend behandelt wird, sonst, wenn er zu stark gefiltert wird, hat man ja keinen Geschmack mehr in dem Wein. Also das wollen wir erst gar nicht. Ja. Also das mit dem Filtern sind wir so gar nicht gut. Also wenn aber ein solcher Wein hier nach 10-12 Jahren keinen Trub hat oder keinen Satz hat, dann gehört auch nicht zum Großen. Ja, das ist Bordeaux-Weine sind ja auch übrigens Weine, die man in jedem Fall mit dem Alter ein bisschen dekantieren sollte, damit sie auch wieder so ein bisschen belebt werden. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt den ersten, die Dekantation ist bei den Jungen. Und die würde ich dekantieren, so flapp rein und mit einer offenen Karaffe und würde ich auch 2-3 Stunden vorher. Und dann hat man die Dekantieren wegen dem Depot. Dekantieren wegen dem Depot, ich dekantiere und trinke. Also ich habe natürlich auch gerne, wenn ich junge Weine trinke, also jetzt so, was für mich jung ist, ist so, weiß ich, 2005 oder so, das ist jung, 2004, dann richtig offen dekantieren, um wirklich Luft in den Wein zu bekommen. Die großen Bordeaux-Weine brauchen Luft, weil sonst können sie nicht richtig öffnen. Ja. Und zu was trinke ich an Bordeaux-Wein? Wahrscheinlich meistens zu gegrilltem, würde er sagen. Gegrillt, also Fleischsorten, natürlich auch Wild geht sehr gut. Es geht auch sehr viele gute Hühnchengerichte, zum Teil hier Weine auch etwas schärfer sein können. Es gibt also alle Fleischgerichte sowieso, weißes Fleisch, rotes Fleisch, helles Fleisch. Und ich habe sie sehr gut zu einigen Käsearten auch, sehr gutem Gemüse auch sehr, sagen wir mal, wenn manche Leute mehr auf der Anti-Fleischwelle sind, dann auch sehr gute, etwas pikant angereichte Gemüse, sehr gut dafür. Ja. Gibt es denn etwas, was wir gleich trinken können? Da gibt es eine ganze Menge hier zu trinken, aber was ich Ihnen ganz ehrlich sagen müssen, dass Sie zu spät kommen, weil mein Wein ist schon leer. Ja, okay. Das ist dumm gelaufen, aber shit happens. Ja. Ja, deswegen hat er auch Zeit jetzt für mich. Ja, genau. Ja. Gut, danke Stefan. Prima. Danke Marco, für die Zeit. Alles Gute. Wir sehen uns und wir sehen uns in jedem Fall auch weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Okay, ciao.